So, die Schlussminuten von SV Niederwerth gegen SC Fallen am ersten Saisonspiel der Saison 2021. Er steht 2:2. Niederwerth dreht einen Rückstand in eine 2-1-Führung. Muss dann doch den 2:2-Ausgleich nehmen. Und jetzt sind wir in den letzten 5 Minuten. Das Duell der Fans geht klar an den SV Niederwerth. Aber noch ist hier nichts rum. Lazarevic. Luka Mohr! Elfmeter! Ja! Jawohl! Und Yannick Bach will diesen Elfer schießen. Ja. So, 3:2 jetzt für Niederwerth, aber noch ist es nicht vorbei. Ja, und mein Cousin, also beziehungsweise mein Kollege, der hält mir jetzt immer wieder, gute Parade von Tom Strick, der hält mir jetzt immer wieder mein Video gegen Rennspey Waldesch vor, wo Marcel Kaul das Last-Minute-Tor gemacht hat, weil ich da so vor Freude ausgerastet bin. Jetzt wird er mir bestimmt für Ewigkeiten dieses Video hier vorhalten. Jawohl. Luka Mohr eingewechselt, holt den Elfmeter raus und Yannick Bach mit dem 3:2 per Elfmeter. Bereits gegen Müllern Kerlich hat er einen Elfmeter verwandelt zum 1:1 Ausgleich, aber dieser Elfmeter war viel wichtiger. Dieses Tor soll nochmal Motivation geben vor dem Auswärtsspiel bei Anadolu-Spor Koblenz, wenn es denn reicht zum Sieg. Im ersten Heimspiel dieser Saison, im ersten Heimspiel seit dem 1:1 gegen Fallender, letzte Saison im November. Aber Fallender gibt sich nicht auf, wir sind hier in der Kreisliga Koblenz, hier kann alles passieren. Robin Meyer, eingewechselt. Ein letzter Lauf. Ins Glück vielleicht. Oh. Und jetzt Nobel, der den Elfer rausgeholt hat. Jawohl, das gibt noch mal ein paar Sekunden Zeit. Robin! Und man merkt hier, was das für eine Atmosphäre hier ist. Der letzte Wechsel von SVN für die Nummer 29, Yannick Bach, kommt 9 ins Spiel. Mit der 18, Leon Hauser. So, Yannick Bach, der Torschütze, wird hier mit Standing Ovations verabschiedet. Ja, Einwurf Niederwerth.
Und Nenad Lazarevic hat übrigens die zwei Tore gemacht. Entweder das war ein Eigentor von Fallenderer, das erste. Und Lazarevic, zweites Tor, war ein Seitfallzieher aus 3 Metern. Ja, und wieder starte ich zur Nachspielzeit ein Video und wieder fällt ein Tor. Und wieder ist es ein wichtiges. Stand jetzt. Ich habe mich schon das ganze Spiel von der Stimmung hier mitreißen lassen. Das kann doch hier nicht sein. Hier. Ich habe mich schon das ganze Spiel schon von dieser geilen Stimmung hier mitreißen lassen. Rumgebrüllt haben wir hier alle. Hier hinten sehen wir den Fallenderer Block, den man ja vorhin nicht wirklich gesehen hat, weil ich irgendwo da gestanden habe. So. Vielleicht die letzte Chance hier für Fallenderer auf den Ausgleich. Jawohl, Rentgen dazwischen und Lazarevic. Ja! Jawohl! 3-2 Sieg! Jawohl, es geht doch. Und jetzt bin ich mein 8. Ligaspiel in Folge ungeschlagen hier. Bereits mein 8. Ligaspiel in Folge, saisonübergreifend, was ich hier ungeschlagen bin.